Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLAF Universe Video. Heute gucken wir uns zusammen die Upgrade Rates von FLAF Universe an. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, etwas zu upgraden? Und zuallererst gucken wir uns die Schmuck-Upgrades an. Man kann in FLAF Universe Schmuck bis zu plus 20 verbessern. Was allerdings in FLAF Universe ganz wichtig ist, vor allem bei Schmuck-Upgrades, ist, dass man bedenken muss, in FLAF Universe ist Schmuck anhand des Upgrade-Levels an ein bestimmtes Character-Level gebunden, das man braucht, um den Schmuck überhaupt tragen zu können. Das heißt, wenn ihr Schmuck upgradet, müsst ihr immer dran denken, je höher der Schmuck, desto höher muss euer Level sein, um den Schmuck überhaupt tragen zu können. Wird jetzt für den Anfang nicht so relevant sein, also ich denke jetzt nicht, dass in den ersten paar Tagen jemand vorhat, auf plus 20 zu upgraden, weil man dafür schon ganz schön viele Protects bräuchte. Aber selbst wenn es jemand vorhätte, dann könnt ihr den Schmuck dann nicht anziehen. Das Level wird euch aber immer angezeigt, das heißt, ihr könnt einfach ingame zum Schmied gehen und gucken, was die nächste Stufe ist, also um auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr da keinen Fehler macht. Das wird euch ingame immer angezeigt, das ist kein Problem. Und ja, die Chancen, die sind eigentlich nicht wirklich neu für uns. Also von der Wahrscheinlichkeit her fängt es natürlich sehr gut an. Bis plus 3 braucht man auch kein A-Product. Das heißt, mit Power Dice 8 kann man easy auf plus 3 upgraden. Sollte im Normalfall auch nicht viele Versuche kosten. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Bis plus 10 ist die Chance, ich sag mal noch human, aber kostet dann schon einige Protects im Normalfall, wenn man Pech hat, vielleicht auch mal ein paar mehr. Und ab plus 11 ist es dann so, dass es schon ganz schön ins Geld geht, also dann braucht man für jeden Versuch mehr als 10 A-Protects, bis zu einer Wahrscheinlichkeit von 19 auf 20 von 0,1, das heißt, Erwartungswert wäre hier 1000. Jetzt ist es aber so, es gibt in FLAF Universe ja das Power Dice Upgrade System, das heißt, ihr seht links, habt ihr den Power Dice 8, das heißt, es ist der Standard Power Dice, den man einfach so von normalen Monstern droppt. Der ist nicht sehr selten, selten, aber nicht sehr selten. Und dann haben wir aber noch den Power Dice 10 auf der rechten Seite mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Bis Stufe 10 sind es 10% und ab Stufe 11 sind es 20%, die ja besser ist. Und den kann man eben nicht einfach bei Monstern droppen, sondern hauptsächlich von Bossmonstern, zum Beispiel den Violet Geeks. In der Dekans Mine kann man ihn, glaube ich, von den Kiakun Monstern droppen und er hat eine extrem geringe Drop-Wahrscheinlichkeit. Jetzt ist hier ein bisschen so das Problem. Grundsätzlich ist das ja ganz nice, plus 10 bzw. 20% Upgrade-Chance. Problematisch wird es aber bei den sehr hohen Upgrades, weil von 0,1 zu 0,12, ganz ehrlich, das ist fast kein Unterschied. Also man braucht immer noch hunderte, wenn nicht tausende Versuche, damit das Upgrade klappt, selbst mit einem Power Dice 10. Und man kann aber Power Dice 10 nicht so in solchen Mengen beschaffen, beziehungsweise kostet das ein Vermögen und dafür ist dann 20% mehr Wahrscheinlichkeit eigentlich ziemlich lächerlich, weil für das Geld könnte man sich einfach zusätzliche Protects kaufen und Power Dice 8 und einfach öfter mit Power Dice 8 probieren, wodurch man am Ende dann wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, als wenn man es mit Power Dice 10 probiert. Das heißt, ein ganz cooles System an für sich, dass man eine höhere Wahrscheinlichkeit durch ein anderes Upgrade-Material sich holen kann, aber nicht wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, praktikabel, weil einfach die Power Dice zu selten und zu teuer sind und am Ende des Tages dann doch zu wenig Unterschied machen. Aber hier habt ihr einmal die Upgrade-Chancen von 1 bis 20. Als nächstes haben wir die G-Products, dafür braucht man auch wieder Power Dice 8 oder Power Dice 10. Power Dice 10 gibt hier auch wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit. Auf den ersten beiden Upgrade-Stufen plus 10% und auf den letzten beiden Upgrade-Stufen plus 20%. Macht hier auch wieder kaum was aus. Die Grundwahrscheinlichkeit ist 80, 50, 20 und 5%. Das heißt, im schlimmsten Fall für den vierten Sockel sollte man nicht mehr als 20 G-Product normalerweise benötigen oder 20 Versuche. Also im Schnitt besser gesagt. Also im schlimmsten Fall kann es natürlich viel schlimmer werden, aber in den meisten Fällen sollte das nicht passieren. Und mit dem Power Dice 10 hat man dann eben auch nur eine 6% Chance, also fast keinen Unterschied eigentlich. Und ja, da muss man dann wieder gucken, ob sie das lohnt oder nicht, mit dem besseren, teureren Power Dice zu upgraden. Und zu guter Letzt dann die A-Products. Hier ist es auch wieder so, dass man mit einem Power Dice 12 seine Wahrscheinlichkeit erhöhen kann. Erstmal die Grundwahrscheinlichkeit, die gilt für Waffen-Upgrade und für Element-Upgrade gleichermaßen. Fürs erste Upgrade hat man 90%, dann 85% und 80%. Bei den ersten dreien braucht man kein Protect, also bis plus 3 kann man safe upgraden. Auf plus 4 könnte man mit einer S-Protect low upgraden. Die hat übrigens keine andere Wahrscheinlichkeit, lediglich, dass das Item-Level down gehen kann. Es ist nur so eine Randbemerkung, es geht ja hier nur um die Wahrscheinlichkeiten eigentlich. 54%, ab plus 5 dann nur noch 40%, 27, 18, 9, 9 4,5 und 1,8. Also man sieht schon, ab plus 7 halbiert sich die Chance immer
und wird dann am Ende schon ziemlich gering mit 1,8%. Da hilft dann der Power Dice 12 wieder ein bisschen, um das zu erhöhen. Aber hier ist eigentlich wieder das gleiche Argument. Power Dice 12 kommt halt wirklich darauf an, wie viel er kostet. Die Erfahrungen auf MIA bzw. auf den Southeast Asia Server haben einfach gezeigt, dass es so ist, dass die Power Dice so selten sind, dass sie so teuer sind, dass du für das gleiche Geld einfach 3 normale Versuche kaufen kannst, also 3 S-Product, 3 schlechte Power Dice und die Mineralien oder Materialien fürs Upgrade. Und du hast im Endeffekt eine höhere Chance, weil du 3 Versuche hast mit einer schlechteren Wahrscheinlichkeit, das aber insgesamt besser ist als ein Versuch mit der höheren Wahrscheinlichkeit. Also muss man gucken, ob sich das in der Zukunft überhaupt lohnen wird, aber die Möglichkeit gibt es zumindest. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit den Upgrade-Wahrscheinlichkeiten. Kurzer Überblick, ich meine, man sieht es in-game sowieso, wenn man upgradet. Das wird euch immer die Wahrscheinlichkeit von eurem aktuellen Upgrade angezeigt, auch wenn ihr selber gar nicht upgraden werdet. Ihr müsst einfach nur das Item reinziehen, das ihr habt, und dann wird euch die, werden euch die Materialkosten bzw. die Upgrade-Kosten, das Penya zum Beispiel, berechnet und eben auch die Wahrscheinlichkeit. Also das ist jetzt nur so ein grober Überblick, so ein schneller. In-game sieht man das Ganze auch immer schön dargestellt. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten FLIFE-Universe-Video bzw. beim Serverstart oder danach, je nachdem, wann ihr wieder einschalten werdet. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.